Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Geschirrspüler belädt. Als erstes, wir öffnen den Geschirrspüler. Danke. Und jetzt haben wir zwei Etagen, die untere Etage und die obere Etage. Wir haben oben, wo Wasser rauskommt, und wir haben in der Mitte, wo Wasser rauskommt, und zwar von oben, Spritz nach oben und Spritz nach unten. Und viele haben auch noch unten dann, wie ihr hier seht, ein rotierbares Teil, wo dann das Wasser nach oben abgespritzt wird. Das heißt also, wir fangen an und beladen unsere Geschirrspülmaschine in diesem Besteckkorb mit Besteck. Teller kommen so herein und immer ein bisschen Platz lassen, damit das Wasser zirkulieren kann. Wenn ihr große Tassen habt, dann kommen die, oder eher gesagt, das ist ja keine Tasse, sondern eher schon so ein Krug, der kommt kopfüber rein, damit er von unten angespritzt werden muss oder wird. Auch solche großen Platten stellt ihr hochkant rein. Oberste Etage kommen primär Glaswaren mit dem Kopf nach unten und die Tassen. Große Tassen, kleine Tassen und in unserem Fall haben wir auch noch eine etwas größere Pfanne da drin, weil das auch dort oben hingehören kann. Also nutzt den Platz so, dass von unten und von oben die beste Umspülung stattfindet. Jetzt zur Bestückung mit Reinigungsmitteln. Wir haben unten in eurer Maschine so einen drehbaren Teller. Darunter könnt ihr das Salz reinmachen. Das ist zum Kalkschutz der Maschine. Das könnt ihr aber nur, braucht ihr nur alle paar Wochen mal zu befüllen. Und dann kommen wir hier vorne zu den zwei Kammern. Das eine ist für Klarspüler, diesen müsst ihr aber nicht benutzen. Einfach reinkippen, bis auch dieser Bereich voll ist. Und dann haben wir hier die Aufnahme für unser Waschmittel. Da gibt es sogar eine Einteilung 5-25 oder ihr packt einfach ein Spülmaschinen-Tab hinein, wie wir das jetzt machen werden. Denn diese Spülmaschinen-Tabs, die haben alles an Bord, was so ihr braucht für eine Waschgarn. Dann slidet ihr das so runter, weil das wird ja erst im Spülprozess abgegeben. Nun könnt ihr schließen, draufdrücken und die Maschine programmieren. Ihr drückt zuerst auf den An-Aus-Schalter, dann startet die Maschine, dann geht ihr auf Eco. Und dann geht ihr hier rüber den Eco Speed. Da könnt ihr jetzt wählen zwischen einem langen Programm und einem kurzen Programm. Hier ist jetzt 2 Stunden 55 Minuten. Das ist wirklich sehr lang. 1 Stunde 27 Minuten ist doch viel angenehmer. Also benutzt Eco und setzt die Stundenzahl ein bisschen runter. Das reicht vollkommen aus. Dann können wir auf den Startbutton klicken und es geht los. So. Spült man in einer Siemens Spülmaschine. Ihr hört, es geht brummig los. Ihr könnt natürlich da auch auf Automatik stellen. Oder hier, das ist das Langprogramm, auch extra heiß. Da wird nur durchgespült. Und da ist noch was mit 45 Minuten. Ne, 45 Grad. Das ist wohl ja, für kleine Mengen. Ne? Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Soon.